Ja, ich weiß, aber es war heute eine ziemlich versaute Angelegenheit, sag ich mal. Deswegen, es muss ja ab und zu mal sauber gemacht werden. Und ich mache das nicht das erste Mal, ich mache das eigentlich schon ewig lange, ne? Ja. Und wenn du wissen willst, wie ich mir die Karre eingesaut habe, bleib dran. Ja, Mensch, der Hauptbahnhof in Heldrungen, das sah mal alles ganz anders aus. Also so vor 40 Jahren oder so, ne? Ja, jetzt geht's los. Einmal über die Schmücke zurück nach Hause. Ich freue mich drauf. Als erstes Ziel eine Hängebrücke. Los geht's. Ja, ich bin genau 25 Meter weit gekommen. Hier gibt's Bratwurst. Lecker. Ja, da war ich jetzt gerade in Heldrungen und da gibt es diese schöne Wasserburg. Und da war ich schon so lange nicht mehr. Und eigentlich habe ich mir jetzt gedacht, jetzt sonderfrüh kannst du mal hinfahren. Aber, naja, ist ein riesen Mittel alles. Hier eine schöne Aussicht von hier. Ja, ich bin jetzt ein bisschen oberhalb von Braunsroda und wahrscheinlich sieht man es auf der Kamera wieder nicht. Es gibt so Momente, wo ich mir wirklich wünsche, dass ich mal wieder einen Zoom hätte. Hier unten, das ist Heldrungen mit der Wasserburg. Ne? Dann ein Stück hier in die Richtung, das ist Sachsenburg mit der Thüringer Pforte. Da geht die Unstrut durch. Herrlich. Naja, und wie gesagt, da hinten, das ist dann das Kyffhäusergebirge mit dem Kyffhäuserdenkmal. Fantastisch, ne? Ja, aber ich will ja jetzt erstmal in Richtung Hängebrücke. Deshalb, auf geht's zur Hängebrücke. Ist ja schon wieder fast wie im Urwald, ja. Na gut, zum Maisfelder rechts und links, aber jetzt geht der Wald wieder los. Und die Wege, naja, ist zwar ausgeschildert als Fahrradweg, aber ich würde mal eher sagen, so ein schlechter Fahrradweg, ne? Aber schön, ich fahre sowas ja gerne, ne?
Mensch, die alte Eiche und die Weggabel, ne? Komoot sagt, bei nächster Möglichkeit links. Ist fast schon ein bisschen wie bei Hänsel und Gretel, ne? Schöne Ecke hier. Weiter geht's. Hinter mir ist er ja 180 Meter lang, 85 Zentimeter breit und 25 Meter hoch. Ist schon was, ne? Und da werde ich jetzt mal drüber gehen. Ja, da stand der Mund dann sehr weit offen, denn ich habe gewagt, was man sich eigentlich nicht wagen sollte. Ich habe die Drohne etwa 25 Meter über dem Boden auf einer 85 Zentimeter schmalen Brücke starten lassen. Und genau das soll man mit der Hoover X1 nicht machen. Ja? Sie hob also ab und ging ganz gut in die Luft. Der Modus war im Bird Eye. 15 Meter über mir, leicht drehend, und dann sollte das Teil eigentlich wieder zurück zu mir kommen und auf meiner Hand landen. Ja, letztendlich, du wirst es gleich sehen, jetzt geht es wieder abwärts, ja, das ganze Teil, und bis dahin war alles gut, und dann fing sie plötzlich an, plötzlich und unerwartet, ja, was du jetzt siehst, zu rasen. Ich war ganz entsetzt, wusch, an der Brücke vorbei, ne? Und nach unten, dann nochmal nach oben unter die Brücke und dann wieder nach unten und dann in den Baum hinein, und da kam sie auch nicht mehr raus. Sie hat dann noch ein paar Geräusche gemacht und plötzlich war Ruhe. Für mich war klar, das Teil liegt unterm Baum oder hängt im Baum und ich musste die da wieder rausholen. Nun habe ich zuerst versucht,
am Rande der Brücke den Hang hinunter zu gehen, aber das ging nicht. Also da sind Brombeerbüsche mannshoch, da kann man einfach nicht durchgehen, das funktioniert nicht, ne? Also aufs Rädchen geschwungen und losgefahren, einen möglichen Weg ins Bärental hinein gesucht und aber nicht so einfach gefunden. Ich musste ein ganzes Stück zurückfahren, durch den Wald, ja, über irgendwelche Felder, ja, ganz unorthodox war ich da, habe mich überhaupt nicht mehr an Wege gehalten, sondern war sozusagen auf einer Rettungsmission, ja, rettet Schröders Drohne, ja. Bin also da über die Felder und habe versucht, da irgendwie den Hang runterzukommen, was wirklich, wirklich nicht so einfach möglich war. Ich hätte Kilometer zurückfahren müssen, um da runterzukommen, ne? Hab dann aber irgendwie, nachdem ich die Felder verlassen hatte, einen Weg gefunden, den ich das Fahrrad runterschieben konnte. Ja, und was zwischendurch passiert war, ich dachte, ich habe meine Kamera, also die Action Cam, eingeschaltet, hatte sie aber ausgeschaltet und habe sie dann, als ich dachte, ich schalte sie aus, eingeschaltet. War eigentlich ganz gut, so habe ich wenigstens ein paar Aufnahmen von dem Weg nach unten ins Bärental. Wenn auch nicht die allerbesten, aber ich glaube, man sieht, dass ich ziemlich aufgeregt war und da, ja, da runter wollte, ne? Ja, ich wollte also unbedingt da runter ins Tal und irgendwie habe ich es auch geschafft, über Stock und über Stein, ja. Aber bricht ja nicht die Beine. Das Rädchen hat auch schön mitgemacht. Es ging also immer weiter runter. Und dann irgendwann war ich im Tal, da gab es dann auch sowas wie einen Weg. Und ja, ab da habe ich wieder ganz bewusst mit meiner kleinen Cam gefilmt und von da an hatte ich dann auch wieder Ton und die volle Kontrolle. Nicht nur über das Filmerische, sondern auch über mein Leben, ja. Und ob ich die Drohne gefunden habe, siehst du gleich. Was ne Scheiße, ja. Ja, Mensch. Durch wildeste Natur. Den Hang hinunter. Jetzt bin ich hier auf dem Grund vom Bärental. Die Brücke ist nicht weit weg und es hat sich auch so angehört, als ob sie durch den Baum hindurchgesaust auf den Boden gefallen wäre. Ich will es mal hoffen, ich werde sie schon wiederfinden. Ja, stand ja auch extra in der Beschreibung, man soll sie nicht am Abgrund fliegen lassen. Jetzt weiß ich, das ist richtig. So, da ist die Brücke und das ist der Baum, wo sie reingesaust ist. Hat sich auch so ziemlich den einzigen Baum ausgesucht, der hier stand. Aber es klang wirklich so, als wenn sie durchgesaust wäre, bevor sie ausgegangen ist. Schauen wir mal. Jetzt weiß ich auch, warum die meisten sich eine weiße kaufen, weil man die einfach besser sieht als eine schwarze. Ich weiß nicht, kann man sie sehen, aber da hängt sie. Das gute Stück, sie ist noch da und sie sieht auch noch so aus, als ob sie am Stück wäre. Jetzt muss ich nur mal gucken, dass ich sie irgendwie runterkriege. Sie ist noch da. Jetzt muss ich noch mal gucken, dass ich sie irgendwie runterkriege. Ich brauche einen Ast. Das kleine Scheißerchen. Uiuiui. Da ist er. Wahnsinn. Und sieht noch heil aus. Das grüne Lämpchen leuchtet.
gucken, ob sie spricht. Current mode. Bird Eye. Ha! Bird Eye wollen wir jetzt nicht wieder. Sie fliegt noch und sie nimmt auch noch auf. Bin stolz auf das kleine Scheißerchen. Perfekt. Na gut, da kann sie jetzt nicht dafür, low battery. Ist halt so. Aber sie läuft noch. Alles gut. Jetzt können wir weiterfahren. Weiter geht's. Naja, der Weg ist nur 300 Meter entfernt, aber durch dieses Gebüsch komme ich nicht. So, und jetzt ist hier, das ist der Bärentalweg. Naja, schauen wir mal. Muss ich jetzt ein Stück schieben, nützt alles nicht. Und ja, dann mal gucken, ob ich hier, na gut, es sind schon 500 Meter, ob ich hier irgendwie wieder auf den Weg komme. Abenteuer! Was eine Scheiße hier, voll in Schlamm, nein. Ja. Ja Mensch, hier waren die Wildschweine am Gange, wie verrückt. Du kannst hier nicht fahren. Was eine Scheiße, ey. Schiebetraining. Naja, vielleicht geht's ja jetzt wieder. Schauen wir mal. Weiter geht's. Ja, jetzt liegen ja auch noch riesen Bäume im Weg. Naja, schauen wir mal. Aber irgendwie geht hier auch eine Spur rundherum. Eine Qual. Aber irgendwie ist es auch schön. Ja. Und naja, alle Wege führen nach Rom und ich hoffe und wünsche mir mal, einer geht da wieder zurück auf meinen Radweg. Nee, hier kommst du an Ecken. Ja, da könntest du deinen Hund begraben. Der würde nie wieder einer finden. Absoluter Wahnsinn. Und hier ist ja kein Weg und kein Steg mehr. Ich bin, naja, ganz schön außer Booste. Und immer wieder hier so riesen Flächen, die von den Wildschweinen umgegraben sind. Naja. Holz ist halt Wald, gehört dazu. Und jetzt sind es noch ungefähr 190 Meter, sagt Komoot, hier irgendwie den Berg hoch. Mal gucken, ob das geht. Und dann bin ich wieder auf der Originalroute. Ja, schauen wir mal. Sollte es eigentlich gar nicht werden, aber es hat sich jetzt zu einer richtigen Abenteuertour entwickelt. Weiter geht's. Leute, das müssen wir mal mitgemacht haben, aber ich bin gleich wieder auf dem Weg. Ja, mein kleines Drönchen, ich bin richtig stolz auf das Teil. Es fliegt immer noch, es fliegt gerade um mich rum. Und ja, ich hab's gefunden, ich habe den offiziellen Weg wieder gefunden. Bin jetzt einmal quer durchs Bärental. Das war
Das war nicht nur urig, das war also... Boah, ey. Ja, das war Offroad, würde ich sagen. Für ein Fahrrad auf jeden Fall. Naja, jetzt bei schönstem Sonnenschein geht's erstmal weiter. So, jo, das Kreuz Wetzelstein habe ich jetzt erreicht. Haha, ja, ist auch ein ziemliches Ding. Sieht schon ein bisschen aus wie eine Großstadtkreuzung, allerdings ohne Ampeln oder so, ne? Ist schon gewaltig. Und das ist auch der höchste Punkt auf meiner Reise, so ziemlich. Ein kleines Bippelchen kommt noch. Und dann geht's in großen Teilen nur noch bergab. Und wenn da mal Anstiege kommen, sind es nur noch so kleinere Hügelchen, ja. Ja, also, ich denke mal, das waren wir heute 640 Höhenmeter. Und ja, da habe ich schon das allermeiste weg davon, ja. Ich habe noch ungefähr, weiß ich jetzt auch nicht so, 40, 45 Kilometer offen. Das Wetter ist fantastisch, ja. Es macht richtig Spaß. Ja, und naja, dann fahren wir erst noch mal ein Ründchen, ne? Ein Stückchen. Das ist der Finne-Radweg. Und zwar hier in Richtung Rastenberg. Ist ja richtig schick. Also das Stück bin ich auch noch nicht gefahren. Hier oben die Brücke, ne? Herrlich. Ich muss aber auch sagen, im Schatten ist es schon ganz schön schattig. Ist ganz schön frisch. Der Herbst ist da. Und der Oktober steht vor der Tür, da darf das ruhig sein. Die Sonne scheint, es ist kaum Wind, es ist trotzdem richtig schönes Radfahrerwetter. Weiter geht's.